Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, die CDU war mal eine Volkspartei. Damals hat sie gespürt, wenn in der Bevölkerung eine positive Wallung zu einem politischen Projekt existierte, wie es zum Beispiel beim Deutschland-Ticket oder 49-Euro-Ticket der Fall ist. Das scheint jetzt irgendwie Vergangenheit zu sein, habe ich zumindest gerade der Rede entnommen. Aber wir reden heute über die Entfernungspauschale. Und da lässt sich erst mal festhalten, die aktuelle Entfernungspauschale ist ungerecht. Sie ist so, wie sie ist, zudem klima- und umweltschädlich. Die Koalition hat sich vorgenommen, genau das zu ändern. Dazu drei Punkte. Erstens. Die Entfernungspauschale verfehlt aktuell ihr Ziel. Sie soll eigentlich die Wegekosten ausgleichen. Aber tatsächlich gilt, wer viel verdient, bekommt auch hier viel von der Steuer zurück. Teilweise das Doppelte oder das Dreifache für die gleiche Strecke. Das spiegelt die Wegekosten eben gar nicht wider. Und dann, wenn er jetzt mal Rolf ruft, wer viel Steuern zahlt, der für den soll das dann eben nicht gelten. Nein, es geht um die Wegekosten, und dann ist das eben nicht nur ungerecht, das ist auch gegen den Sinn dieser Pauschale. Deswegen müssen wir das angehen und ändern. Zweitens. Die Entfernungspauschale erreicht vergleichsweise nur wenig Menschen. Die Pauschale kostet den Staat dennoch über 5 Milliarden Euro jedes Jahr. Viele Menschen denken, gerade sie profitieren von der Entfernungspauschale. Geld gibt es allerdings erst dann, wenn der tägliche Arbeitsweg sehr lang ist oder noch weitere Kosten hinzukommen. Das trifft für immerhin ein Viertel der Erwerbstätigen zu, für drei Viertel der Menschen allerdings nicht. Das ist unbefriedigend. Die Frage muss doch sein, wie können wir größtmögliche Mobilität für viele Menschen erreichen, ohne unnötigen Verkehr zu provozieren. Das geht, und da müssen wir mit neuen Regeln ran. Die aktuelle Entfernungspauschale ist zudem umwelt- und klimaschädlich. Bis zum Jahr 2030 wird sie rund 12,6 Milliarden vermeidbare Fahrkilometer provozieren. So hat es das Umweltbundesamt prognostiziert. Das heißt, wir haben hier ein enormes Potenzial, zum Beispiel große Mengen CO2 einzusparen. Und dieses Potenzial, das gilt es zu heben, daran muss sich jede künftige Regel messen lassen. Und hier liegt leider ein Schwachpunkt des Vorschlags von der Linkspartei, denn ihr Vorschlag wäre sicherlich sozialer zugestanden, ja, als der aktuelle Zustand zumindest. Aber ihr Vorschlag ist eben weder umwelt- noch klimafreundlich. Im Gegenteil, ihr Vorschlag belohnt weites und häufiges Fahren. Was wir aber brauchen, ist eine soziale und ökologische Reform. Genau das haben wir vor rund einem Jahr in der Koalition beim Koalitionsausschuss beschlossen. Es gibt viele gute Reformvorschläge. Es gibt viele gute Beispiele aus anderen Ländern. Ich habe jetzt auch einen neuen Vorschlag, zumindest auch neu von der CDU gehört, vom Kollegen Thuy Broke, die Pauschale einfach abzuschaffen. Das gehört alles erörtert. Ja? Und deswegen freue ich mich auf eine wie wohl komplizierte als auch detailreiche Debatte mit dem Finanzministerium, mit der Opposition und auch mit den geliebten Koalitionspartnern. Vielen Dank. Ja, es ist viel Liebe im Raum.